Ja, willkommen zur Folge 4 von Mind Talk. Den restlichen Begrüßungskram lasse ich jetzt einfach, weil das verkacke ich nämlich irgendwie immer. Ja. Ich will euch ein bisschen über Stream. Ich würde sagen, wir bauen jetzt den Keller ein bisschen aus. Das ist eine gute Idee, das können wir machen. In den letzten zwei Mind Talk Videos, da ist ja irgendwie der Sound. Da hat irgendwie Nvidia Shadowplay irgendwie, weiß ich auch nicht, gemacht, was es wollte. Und das ist irgendwie auch immer noch so. Also ich weiß nicht, was... Das ist... Normalerweise funktioniert das Headset super, aber der nimmt den Sound manchmal einfach so dumpf auf. Und das ist irgendwie ein bisschen kacke. So, genau hier kann man dann in den Keller reingehen. Naja, auf jeden Fall. Sorry. Ich wollte euch ein bisschen über Streaming voll labern. Über Streamer und so. Na. Und zwar. Ich habe ja so einen Twitch-Channel, aber den habe ich noch nie benutzt. Und ich wollte da irgendwann mal streamen, weil eigentlich, ich finde Streamen mega cool und es macht halt auch ultra Fun. Deswegen ist das so ein Plan von mir, dass ich vielleicht streame, beziehungsweise ich werde es irgendwann sowieso machen, aber bis jetzt traue ich mich noch nicht so recht. Ich weiß auch nicht, aber ich verkacke es ja manchmal so sogar schon so Videos zu machen, deswegen bin ich so ein bisschen unsicher. Bis wo können wir denn hin? Ich mache hier am besten so Löcher in die Ecken. Dann kann man das sehen. So, hier mache ich ein Loch hin. Hier mache ich ein Loch hin. Ja, wie gesagt, ich bin noch so ein bisschen unsicher mit dem Stream. Ich bin auch nicht so gut. Also was... Weiß nicht so. Aber ansonsten hätte ich da echt mal total Bock drauf. Ich habe das sogar schon eingerichtet und so. Ich habe so dieses, wie heißt denn das? Dieses Programm in OBS und dieses Tippy Stream habe ich schon alles eingerichtet und die Goals und so. Keine Ahnung, ich war da, hatte da total Bock drauf. Aber wie gesagt, ich muss dann halt mal gucken, wann ich streame. Auf jeden Fall will ich das so zu, ne? Sache machen, die ich dann ab und zu mal mache. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir ein Follow da lassen. Ich habe ja, also ihr könnt, ich packe euch meinen Twitch-Link in die Videobeschreibung. Aber darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus. Ich habe heute ein paar Streams mir angeguckt. Von Rexonia. Ich habe so auf Twitch wollte ich gucken, was Commander Krieger so macht. Und da habe ich einen Stream von Rexonia gesehen, der hat CK hat das gehostet und ich fand das mega korrekt, das war einfach voll cool. So, die war echt cool drauf, habe ich erstmal gespendet, ey. Das war das erste Mal, dass ich Geld an einen Streamer gespendet habe. Hab ich vorher noch nie in meinem ganzen Leben gemacht. Noch nicht an Montana Black, noch nicht an CK, nein, noch nie irgendwen, nur Rexonia, die hat von mir 5 Euro gekriegt. Und ja, ich weiß nicht, also manche Streamer, die sind ja echt mega korrekt. Das macht auch voll Bock, denen dann zuzugucken. Aber so, dann gibt's halt noch so Leute wie John Geilo Familie, aber der ist ja unwichtig, den kennt auch keiner. Also warum sollte ich den, dass ich den überhaupt erwähne? Ich meine, der ist so irrelevant. Das ist einfach so ein 12-Jähriger, der seine Scheißvideos dann macht. Und ich will mal gucken, ich streame dann wahrscheinlich am Anfang so Minecraft oder so, ich weiß nicht. So ein Teststream, nur ich weiß halt nicht, wann ich das mache. Wie gesagt, also ich bin da noch so ein bisschen unsicher. Ich habe das sogar alles schon gestaltet, meine Panels und so. Und Twitch, eigentlich Twitch ist eine mega coole Sache, das habe ich auch gerade so ein bisschen für mich entdeckt. Und ich gucke mir teilweise...
total oft Videos an auf Twitch in letzter Zeit. Am Anfang, die ersten Videos, die ich mir auf Twitch angeguckt habe, war, vorher hat mich das nie interessiert, war der Trailer von Warcraft, dem Film. Und da hat ja die BlizzCon Live-Übertragung gemacht. Dann über Twitch, und dann habe ich mir das angeguckt. Und Montana Black habe ich mir auch Videos angeguckt. Irgendwann habe ich mir dann noch ein paar Streams von Flying Uwe angeschaut. Und ja, und seitdem gucke ich halt öfter so Streams mir an. Also früher hat mich diese Streaming-Geschichte nie interessiert, so. Aber mittlerweile ist das eigentlich eine ziemlich coole Sache. Auch so einfach live ein bisschen zocken. Das ist irgendwie cool. Und ja, ich würde auf jeden Fall, wie gesagt, das ist so mein Ziel, auf jeden Fall streamen. Schaut mal bei Rexonia vorbei, auf YouTube ist die noch nicht so bekannt, auf Twitch schon ein bisschen. Auf jeden Fall, die macht mega geile Streams, also das ist echt krasses Zeug, finde ich persönlich. Das muss natürlich jeder selber wissen. Warum habe ich hier das weiter ausgebaut? Das ist doch, das war doch jetzt schon wieder dumm. Das braucht doch gar nicht. Zack. Zack. Jetzt komme ich da hinten nicht mehr hin. Das war ja sehr schlau von mir. Das ist auch gar nicht wichtig. Reichen zwei Etagen? Ja, das wird so ein kleiner Keller. Jetzt brauche ich Stein. Stein. Den Keller bauen wir noch aus, und dann würde ich sagen, wär's das erstmal mit dieser Folge. Das wollte ich halt nur erzählen, so ein bisschen Twitch. Ich kann ein paar Streamer euch ja in die Videobeschreibung packen, die ich mir sehr gerne mal angucke. Ich hoffe, diese Aufnahme ist jetzt was geworden. Manchmal spinnt ja, wie heißt denn das Programm? Shadowplay ein bisschen rum. Ach, meine Nase juckt. So. Ich nehme die Folge auf an einem Zeitpunkt, an dem ich die erste und zweite noch nicht mal gerendert habe. Also die entstehen alle im Abstand mehrerer Tage. Ich werde die aber dann später hochladen. Beziehungsweise euch kann das ja eh egal sein, wie ich das hier plane, weil ihr werdet sie ja dann sowieso sehen, wenn sie rauskommt, die Folgen. Gestern war der zweite Advent, also das ist so die Zeit, an der ich diese Folge aufnehme. Ich nehme die ersten Mindtalk-Folgen so ein bisschen auf. Wie nennt man das denn? Ich produziere ein bisschen vor, genau. Ach Mensch. So, da hätten wir unser Keller doch schon, ne? Naja, ganz noch nicht. Also die Wände müssen noch. Aber das war's so erstmal von dieser Folge. Die ist nicht ganz so lang geworden, aber ich weiß nicht. Ich hoffe, dass euch das hier ein bisschen gefällt, was ich hier mache. Die Mindtalk-Folgen und so. Wie gesagt, auf jeden Fall wird es bald noch ein bisschen Dings, Twitch-Streams geben und so. Da muss ich mal schauen, wie da die Ambitionen sind. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Mann, was ist denn das hier mit der Steuerung? So. Genau. Zack. So, und das waren dann hier drei. Und hier geht dann die Latte weiter. Top. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr ein paar Mal, könnt ihr mal auf Twitch vorbeigucken. Link ist in der Videobeschreibung. Das ist so mein Ziel für die nächsten Tage, beziehungsweise nicht Tage, sondern Wochen, vielleicht sogar Monate. Mal schauen, wie das wird. Vielleicht geht das auch total in die Hose und die Streams werden scheiße und ich höre dann auf. Keine Ahnung. Wenn euch das Video gefallen hat,
könnt mir einen Daumen nach oben geben. Wenn nicht, dann fickt euch. Ich würde sagen, das war's von dieser kurzen Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.